In diesem Video geht es um die Idee hinter den Turing-Maschinen und um eine erste formale Definition der Turing-Maschinen. Am Ende möchten wir die Frage beantworten können, was können Computer eigentlich? Das typische Szenario, was wir haben, ist, wir haben auf der einen Seite einen Computer. Der Computer wird gesteuert durch ein Programm, was wir geschrieben haben, unsere Programmiersprache. Dieses Computerprogramm bekommt irgendwelche Daten als Input und tut damit irgendwas. Und die Frage, die man sich natürlich jetzt stellen könnte, ist, welche Arten von Problemen können Computer eigentlich lösen? Beziehungsweise gibt es Probleme, die zwar praktisch sehr interessant sind, die Computer aber nicht lösen können? Und in einem zweiten Schritt wollen wir dann angucken, welche Probleme, die man zwar prinzipiell lösen könnte, man auch noch effizient lösen könnte. Das Problem wirkt vielleicht auf den ersten Blick sehr theoretisch. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von sehr vielen interessanten Eigenschaften, die wir angucken werden. Insbesondere sind das Eigenschaften von Programmen. Wenn Sie ein Programm geschrieben haben, interessiert Sie vielleicht die Fragestellung, wird mein Programm irgendwann mal halten, wird es terminieren oder läuft es vielleicht unendlich weiter? Oder Fragestellung, ist die Funktion, die ich gerade geschrieben habe, ist die eigentlich erreichbar, wird die jemals aufgerufen? Das sind Eigenschaften von Programmen, bei denen es interessant wäre, wenn wir dazu etwas wissen könnten. Wenn uns zum Beispiel unsere IDE da eine Hilfestellung geben könnte oder Compiler. Und da wird sich zeigen, dass diese Probleme tatsächlich im Allgemeinen unentscheidbar sind, dass die im Allgemeinen eben nicht von Computern gelöst werden können, was es dann zu eben schwierigen Problemen macht. Und um das Ganze formal fassen zu können, brauchen wir ein formales Maschinenmodell. Die Computer, die wir so haben, die Sie jetzt gerade vor sich stehen haben zum Beispiel, die sind sehr aufwendig formal zu beschreiben, haben viele Einzelteile. Wir brauchen ein Modell, was einfach formal zu beschreiben ist. Auf der anderen Seite soll das Modell aber auch nicht zu einfach sein, weil das Modell muss so ausgelegt sein, dass alles, was wir prinzipiell mit unserem Rechner tun können, dass wir das auch mit einem Computer tun können. Das ist die Idee dabei. Das Modell, was wir hier benutzen werden, sind die sogenannten Turing-Maschinen. Die Turing-Maschinen sind benannt nach Alan Turing. Alan Turing ist ein britischer Informatiker, einer der Väter der Informatik, hat gelebt von 1912 bis 1954. Und war auch maßgeblich als Kryptoanalytiker an der Entschlüsselung der Enigma beteiligt. Die Turing-Maschinen selber hat er eingeführt in seinem bekannten Aufsatz Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem im Jahr 1936. Was ist jetzt das Besondere an diesen Turing-Maschinen? Diese Turing-Maschinen haben einmal einen Speicher, ein unendlich langes Band mit einem Schreib- und Lesekopf. Und in jedem Schritt gehen Sie so vor, Sie lesen das Zeichen, was unter dem Kopf steht, ersetzen das durch ein neues Zeichen und bewegen den Kopf nach links oder nach rechts oder unter Umständen auch gar nicht und wechseln danach den Zustand. Auf diesem unendlich langen Band finden wir eine Eingabe. Wir verlangen hier, dass die Eingabe nur endlich ist. Also obwohl wir einen unendlich großen Speicher haben, darf die Eingabe selber nur endlich sein. Und wir haben dann links oder rechts von der Eingabe, beziehungsweise rechts und links von der Eingabe, unendlich viele Leerzeichen, sogenanntes Blankzeichen. Damit wir wissen, wo die Eingabe steht, haben wir als zusätzliche Anforderung, dass der Schreiblesekopf initial auf dem ersten Zeichen der Eingabe steht. Zusätzlich zum Speicher haben wir auch noch eine Kontrolleinheit, die quasi das ist, was beim Computer das Programm ist. Und das sieht dem relativ ähnlich, was Sie zum Beispiel von den Kellerautomaten oder den endlichen Automaten kennen. Wir haben auf der einen Seite endlich viele Zustände. Die sind hier. Wir haben dann einen Zustand davon, der der Startzustand ist. Und wir haben ein oder mehr Endzustände. Das sind teilweise auch akzeptierende Zustände. Wir haben zwischen den Zuständen haben wir Transitionen. Diese Transition ist möglich. Ist aktiv, wenn das Eingabezeichen, was da steht, also in diesem Fall zum Beispiel, wenn das A auf dem Band steht, dann ist diese Transition möglich, die hier markiert ist. Und diese Transition, wenn die genommen wird, ersetzt sie das A, was auf der aktuellen Position steht, durch ein X und bewegt den Kopf nach rechts. Das ist die Idee bei dieser Transition. Gucken wir uns dazu mal ein Beispiel an, wie so eine Turing-Maschine jetzt eine konkrete Eingabe abarbeiten würde. Wir haben hier unten die Eingabe auf dem Band stehen, die steht hier. Wir sind initial in unserem Startzustand Q0 und an dieser Stelle ist eine Transition möglich, enabled. Das ist die Transition, die hier markiert ist. Weil wir mit dem Kopf auf dem A stehen, können wir nur diesen Übergang nehmen. Dieser Übergang ersetzt das A durch ein X und bewegt den Kopf nach rechts und ändert den Zustand entsprechend. Das heißt, wir sind dann hier, haben den Kopf um 1 nach rechts bewegt und das A durch ein X ersetzt.
Jetzt müssen wir wieder gucken, welche Transition ist möglich. Möglich ist nur diese Transition, die in dem Zustand Q1 bleibt und den Kopf nach rechts bewegt. Das heißt, wir laufen hier nach rechts, stehen immer noch auf einem A. Das heißt, die Transition, die möglich ist, ist wieder die Transition, die in dem Zustand bleibt und einfach nur nach rechts geht. Wenn wir die nehmen, steht unser Kopf plötzlich auf einem B. Jetzt ist diese Transition hier möglich. Diese Transition ersetzt das B durch ein X, läuft nach rechts und wechselt den Zustand. Wir sind jetzt also im Zustand Q2. Im Zustand Q2 stehen wir auf dem B. Bei dem B bleiben wir aber in dem Zustand, gehen einfach nur nach rechts, stehen wieder auf dem B, bleiben also immer noch in dem Zustand, gehen immer noch nach rechts. Irgendwann finden wir dann ein C. Der Kopf steht jetzt auf einem C. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Übergang nehmen. In diesem Übergang ersetzen wir das C durch ein X und laufen nach rechts. Hier an dieser Stelle laufen wir jetzt immer weiter nach rechts und gucken so lange nach rechts, bis wir irgendwann einen Blank finden. Warum machen wir das? Wir wollen an dieser Stelle sicherstellen, dass ab jetzt nur noch Cs kommt. Das ist die Idee dabei. Und das machen wir, laufen also weiter nach rechts. Und das tun wir so lange, bis wir irgendwann mit dem Kopf auf diesem Blankzeichen stehen. Dieses Blankzeichen wird symbolisiert durch diesen rechteckigen Kasten, hier bei dieser Transition. Und sobald wir es gefunden haben, wechseln wir also den Zustand nach Q4 und gehen schon einen nach links. Und die Idee bei Q4 ist, dass wir jetzt einfach ganz nach links rüber gehen, alle Zeichen, die auf dem Band vorkommen können, also die X, die A's, die B's und die C's, ignorieren, so lange, bis wir das Blank sehen. Also es ist einfach so ein Rückspulen wieder auf den Anfang. Das machen wir in diesem Zustand, laufen nach links, bis wir so einen Blank sehen. Irgendwann haben wir es dann gefunden, sind mit dem Kopf auf dem Blankzeichen. Wenn wir auf diesem Blankzeichen sind, dann nehmen wir die Transition, die hier jetzt enabled ist, gehen zurück nach Q0 und setzen den Kopf einen nach rechts. Hier in diesem Zustand ist es jetzt so, dass wir alle X überlesen und danach quasi das Gleiche nochmal von vorne machen. Also wir suchen wieder ein erstes A, suchen dazu ein passendes B, was rechts davon stehen muss und wo nur A's und X gekommen sein können. Und danach skippen wir wieder alle B's, finden das erste C, was dazu passt, ersetzen es wieder durch ein X und gehen wieder zurück. Das machen wir einmal hier in diesem Zyklus. Und wenn wir das einmal durchlaufen haben, sehen wir, aha, wir haben jetzt das zweite A mit einem B gematcht und mit einem C gematcht und jeweils durch ein X ersetzt. Wir haben uns also markiert, dass das jeweils gepasst hat. Und machen das Ganze nochmal wieder für das nächste Triple aus A, B und C. So, wenn wir das geschafft haben, sehen wir, jetzt haben wir auf diesem Band alle A's und B's und C's durch X ersetzt. Das ist auch ein ganz typisches Vorgehen bei Turing-Maschinen. Wenn wir irgendwie, in dem Falle geht es uns darum, die Anzahl der A's, B's und C's nämlich zu vergleichen, da ist es ein ganz typisches Vorgehen, dass man immer die Symbole, die man schon bearbeitet hat, dass man die irgendwie mit einem speziellen Symbol markiert. Also hier in dem Fall jetzt die A's, B's und C's jeweils durch X ersetzt, wenn man sie schon bearbeitet hat. Und auf diese Weise kann man dann jeweils die Anzahlen vergleichen. Gut, wenn wir jetzt sehen, dass alle Symbole durch X ersetzt sind, dann gehen wir in diesem Zustand Q0, da überlesen wir alle X und gehen nach rechts. Und wenn wir in diesem Zustand irgendwann das Blank sehen, dann wissen wir, dass auf dem Blank bis da, auf dem Tape bis dahin, auf dem Band bis dahin, nur X gestanden haben. Das heißt, wir haben jetzt alle Zeichen, die vorher auf dem Band standen, haben wir irgendwie in unseren Schleifen oben erwischt gehabt. Das kann nur der Fall sein, wenn die Anzahl der A's, B's und C's gleich gewesen ist. Und deshalb in diesem Zustand, deshalb ist die Turing-Maschine so gebaut, dass sie eben das prüft. Und jetzt in diesem Zustand Q0 hat sie die Möglichkeit, da sie jetzt nur X gelesen hat im Zustand Q0, nimmt sie die Transition hier und geht in den Endzustand. Und an der Stelle sehen wir auch, dass es uns relativ egal ist, wo der Kopf am Ende steht. Hauptsache ist an der Stelle nur, dass die Turing-Maschine einen Endzustand erreicht. Was wir jetzt gesehen haben, ist also eine Turing-Maschine, die Sprache A hoch N, B hoch N, C hoch N akzeptiert. Und das ist auch eine Sprache, von der wir schon wissen, dass sie nicht kontextfrei ist. Das ist, hier brauchen wir tatsächlich das stärkere Maschinenmodell, was die Turing-Maschine eben darstellt, um diese Sprache zu akzeptieren. Das kann sie eben auch. Gut, zum Schluss wollen wir das Ganze noch einmal formal definieren, was eine Turing-Maschine ist. Und wie bei den Entchenautomaten, bei den Kellerautomaten auch, ist die Turing-Maschine ein Tupel, in dem Fall ein 7-Tupel. Wir haben eine endliche Zustandsmenge, wieder Q. Wir haben ein Eingabealphabet, Groß Sigma. Das ist das Alphabet,
aus dem man die Eingabewörter zusammensetzen darf. Wir haben außerdem ein Bandalphabet groß Gamma, das ist das hier. Dieses Bandalphabet groß Gamma, das ist typischerweise größer als das Eingabealphabet, insbesondere weil schon das Blank, was wir unten sehen, in dem Bandalphabet ist, aber kein gültiges Eingabezeichen ist. Häufig ist es praktisch, das Bandalphabet noch größer zu wählen. Sie haben in dem letzten Beispiel gesehen, dass wir da immer die A's, B's und C's durch so ein Sonderzeichen, durch so ein X ersetzt haben. Und das geht nur deshalb, weil wir eben wissen, dass dieses X nicht in der Eingabe vorkommen darf. Also wenn man solche Marke haben will, dann würde man die ins Bandalphabet packen und eben nicht ins Eingabealphabet. Wir haben außerdem noch eine Transitionsfunktion. Diese Transitionsfunktion beschreibt die Übergänge. Das heißt, wir haben eine Funktion von Q, dem aktuellen Zustand, Kreuz Gamma, dem aktuellen Symbol auf dem Band, nach Groß Q, wieder Nachfolgezustand, Kreuz Gamma, das Zeichen, was das aktuelle Zeichen auf dem Band ersetzt, also das Zeichen, was jetzt geschrieben werden soll, Kreuz, und jetzt haben wir da die entsprechende Kopfbewegung, und da benutzen wir als Symbole L für links, R für rechts, N für neutral, also wir bewegen uns nicht. Teilweise wird statt dieses Ns auch ein S verwendet für Stopp, aber das ist relativ beliebig. Das ist also unsere Transitionsfunktion, die die Übergänge beschreibt. Wir müssen außerdem natürlich noch einen Zustand auszeichnen als Startzustand. Das Blank selber hatte ich schon erklärt. Das sind die Leerzeichen, die wir nicht in der Eingabe erlauben. Deswegen können wir auch immer sicher sein, dass die Eingabe zu Ende ist, weil wir zum Beispiel ein Blank lesen. Und das ist auch das Zeichen, was links und rechts jeweils von der Eingabe steht, unendlich oft. Und wir haben eine Menge von Endzuständen. Groß F, das kann eben einer oder mehr Endzustände sein, es kann auch kein Endzustand sein, das ist eine beliebige Menge. Wir werden hier in diesen Videos typischerweise die Konvention beachten, dass die Endzustände keine ausgehenden Transitionen haben. Das ist einfach eine Konvention, die ganz praktisch ist im Weiteren. Das war jetzt formal Definition und grundlegende Idee von Turing-Maschinen.